Learn German mit Anja! Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über etwas ganz Einfaches. Today we will talk about something very easy. Und das sind die unbestimmten Artikel in Deutsch. These are the indefinite articles in German. But quickly, before we start, I would like to recommend you an online language school, which is called Lingoda. You will find the link in the description. And they have lots of native speakers willing to teach you German. And what is so special about them is that they offer language certificates. So certificates for A1, A2, B1, and so on. Have a look if you want to learn German. And now we start. Wir fangen an. So, du kennst schon die bestimmten Artikel. You already know the definite articles. Der, die und das. And they mean the in English, ja? Die bedeuten the in English. So, und was sind die unbestimmten Artikel? Die unbestimmten Artikel sind ganz einfach in Deutsch. Es gibt nur zwei unbestimmte Artikel. Ein und eine. And of course they mean a in English, ja? An apple. Ein Apfel. Und wann benutzt man ein und wann benutzt man eine? When do we use ein and when do we use eine? Das ist ganz einfach. That's very easy. For the masculine and neuter nouns you use ein. And for the feminine nouns you use eine. Yeah? And for the nouns which are in the plural, you don't need any indefinite article. Beispiele, examples. Der Teller. Ja, das ist männlich, it's masculine, der Teller. Und was ist der unbestimmte Artikel? What is the indefinite article? For the masculine one, it's ein Teller. Das ist ein Teller. And neuter nouns, das Glas. Was ist der unbestimmte Artikel? Das ist ein Glas. Ein Glas mit einer Katze. Woo! Und weibliche Nomen, feminine nouns, remember, they are the little exception. They don't have the indefinite article ein, they have the indefinite article eine. So, die Schüssel, das ist eine Schüssel. Und das letzte, für Nomen, die im Plural sind, ja, for nouns which are in the plural. Die Schuhe, zwei Schuhe, ein Schuh, die Schuhe. So, we just don't need any indefinite article for them. Das sind Schuhe. Yeah? You don't say, das sind eine Schuhe oder whatever. We would just say, das sind Schuhe. Or alternatively, of course, you can say, das sind zwei Schuhe. So, das ist schon alles. That's all. Jetzt machen wir eine kurze Übung. Now we do a little exercise. Nummer 1. Der Stift oder der Kuli. Yeah? We call this der Stift. Stift is anything you can write with. Der Stift. Oder der Kuli, the pen. Oder Kugelschreiber. That would be the long version. But you can just remember der Kuli. So, was ist der unbestimmte Artikel? What is the indefinite article? Please write in the comments. Das ist Kuli. Nummer 2. Das ist Flasche. Die Flasche. Was ist der unbestimmte Artikel? Nummer 3. Das Kissen. Was ist der unbestimmte Artikel? Das ist ein oder eine Kissen. Ja? Das Kissen. Und das letzte. The last one. Die Kartoffeln. Das sind Kartoffeln. Was ist der Artikel für den Plural? What is the article, the indefinite article, for the plural. Bitte schreibe die Lösung in die Kommentare. Dankeschön und tschüss!